Auch Indien kann mit eindrucksvollen Wüstenlandschaften aufwarten. Die bedeutendste ist die Wüste Thar im Bundesstaat Rajasthan. Wer nach Jaisalmer kommt und die Wüste hautnah erleben möchte, sollte unbedingt eine Kamelsafari buchen. Seit der Tourismus in dieser Region Einzug gehalten hat, haben die Wüstenbewohner damit eine neue Einnahmequelle gefunden. Die Menschen in den Dörfern führen ein karges Leben. Ihr einziger Reichtum sind die Dromedare, mit denen heute Touristen durch die Wüste geschaukelt werden. Es gibt Kurzhausflüge, aber auch mehrtägige, bei denen in der Wüste übernachtet wird. Ein beliebter Ausflug führt zu den Sanddünen, um den Sonnenuntergang in der Wüste zu erleben. Das scheint für unsere Reisegruppe das Richtige zu sein. Wie auch immer, Kameltrekking in der Region Jaisalmer ist der reizvollste und spaßigste Weg, das Wüstenleben auszuprobieren. Leider ist das Wetter nicht optimal. Der starke Wind wirbelt viel Sand auf und behindert die Sicht. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Kameratechnik durch den Feinstaub Schaden nimmt. An den Sanddünen angekommen müssen wir feststellen, dass der Sonnenuntergang in der Wüste Thar heute ausfällt. Der Wind hat zu viel Staub aufgewirbelt und die Sonne verbirgt sich hinter einem Dunstschleier. Entschädigt werden wir durch Musik und Tanz der Wüstenbewohner. Obwohl der romantische Sonnenuntergang in der Wüste ausfiel, war das Kamelreiten ein kleines Abenteuer und interessantes Erlebnis. Die Dämmerung bricht herein und der Weg in unsere Unterkunft ist noch weit. Morgen schon wollen wir in Jodhpur sein.